Hallo zusammen, ich hier ist wieder Tilla und wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir wollen uns was Neues anschauen und zwar bin ich aktuell in der Garnison ein bisschen unterwegs und will da das ein oder andere fertig kriegen und hier gibt es ein paar Säckchen, die ich gerne mitnehmen möchte und ja, da das wahrscheinlich eine längere Geschichte wird, dachte ich mir mal so eine kleine Opening-Reihe draus. Um was geht es? Und zwar habe ich einmal hier einen Sack, große Kopfgeldbelohnung, schimpft sich das. Und ja gut, mittlerweile sind da nur noch quasi Handgelenke, Rücken, Gürtel und Schuhe drin. Die Leute, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, wissen, warum das der Fall ist. Nicht, weil das die einzigen Teile sind, die da drin sind, sondern den Rest habe ich bereits über das Mega-Dungeon, über die Quantum-Items bekommen. Da gibt es ja auch verschiedene Tokens, die man einlösen kann und dann alle möglichen alten Timok-Teile kriegen kann. Heißt, alle Kopf, Brust, Schulter, Hände und Hosenslots sind damit schon abgedeckt und die habe ich natürlich. Und jetzt dachte ich mir, fange ich hier mal an. Ja, jetzt gucken wir erstmal, wo wir das Ding herkriegen. Und zwar ist es so, dass es in der Garnison, ne, wo wir jetzt hier uns gerade befinden, das ist für die Leute, die jetzt noch nicht so lange spielen, das ist hier in Warlords of Draenor, ne, also hier Warlords of Draenor, da hatte die Allianz und die Horde jeweils eine eigene Garnison. Und hier gibt es, ich meine nur, wenn man die Garnison auf 3 hat, im Hauptgebäude, jeden Tag eine andere Quest, die man hier kriegen kann. Das ist so eine Daily Quest und ja, tatsächlich hat nicht jeder die gleiche drin. Wenn ihr Pech habt, dann kriegt ihr halt nicht die Quest, die wir brauchen, um dementsprechend den Sack holen zu können. Man kann aber Garnisonen von einem anderen Spieler anschauen, und zwar von einem, vom Gruppenanführer kann man jeweils die Garnison angucken. Das geht, wenn ihr in der Garnison an sich drin seid. Können wir jetzt gleich mal machen. Und seht ihr, jetzt sind wir quasi hier vor der Garnison, und zwar nicht von meiner, sondern von meinem Hunter. Und ich habe ein bisschen die Charts durchgelockt. Und der Hunter hat nämlich den richtigen NPC. Bei der Allianz ist das hier einmal Muradin. Und Muradin hat eine Quest. Und diese Quest gibt uns am Ende einmal dieses Säckchen. Und zwar die große Kopfgeldbelohnung. Und da können diese Teile drin sein. Heißt, man kann theoretisch ihn jeden Tag finden. Man muss halt ein paar Chars, wenn dann durchloggen. Oder halt irgendwie Leute kennen, wo man die Garnison dann dementsprechend anschauen kann. Die nehmen wir jetzt einmal an, die Quest hier. Und so eine kleine Randinformation. Er hat 12 verschiedene Quests. Und zwar, wie läuft es? Es ist immer quasi der Endboss in einem LFR-Abschnitt muss man töten. Heißt, in Hochfels zum Beispiel gibt es 3 LFR-Abschnitte, ne? Und immer der letzte Boss von dem jeweiligen LFR-Abschnitt muss man töten. Man muss das nicht im LFR machen, man kann das auch Mythic, HC oder Normal machen. Macht aber halt am meisten Sinn, im LFR das zu machen, weil er kann sich direkt hier anmelden und muss dann immer weniger Bosse machen. Es gibt, so wie ich das auf dem Schirm habe, 3 Hochfels quasi LFRs, dann 4 Stück aus der Schwarzfelsgießerei und dann in der Höllenfeuerzitadelle sind es insgesamt 5. Die Quests aus der Höllenfeuerzitadelle bringen jeweils nicht diesen Sack, die sind raus. Quasi nur die ersten 7 müssten es dann sein, haben das dabei. Das Ding ist quasi auf einer gewissen Rota, also es geht von oben nach unten runter, also es ist relativ linear. Am ersten Tag kriegt man die Quest, am zweiten die nächste und so weiter, ne? Und das Sinnigste, was man machen kann, wenn man das mit vielen Chars plant, ist, dass man abwartet, bis quasi die Quest vom Kaiser kommt. Dann muss man nämlich nur einen Boss töten, portet sich rein, das werden wir uns gleich angucken. Und dann ist das Schnellste. Man kann das natürlich bei den anderen auch machen, dann muss man halt 3 Bosse killen. Geht mit Max Level Char auch relativ schnell, aber wenn ihr das wie ich jetzt mit vielen Chars macht, dann macht es halt einen Unterschied, ob ihr einen Boss tötet oder ob ihr 3 Bosse töten müsst. Genau, das ist so der Hintergrund. Man kann es auch beim Blackhand machen, aber da muss man mit dem Aufzug fahren und das dauert halt auch länger. Heißt, alle 12 Tage ist halt dann wieder der richtige Boss da oder man macht es halt bei einer längeren Geschichte. Achso, habe ich jetzt die Quest gar nicht angenommen? Ach nee, das ist noch eine andere Quest, das ist von der Dungeon Quest, aber die interessiert uns ja nicht. Genau, so viel dazu. Man kann das übrigens auch machen, wenn man keine Garnison hat und das kann ich euch jetzt mal kurz zeigen. Dann packen wir einmal da einen Twink mit rein. Und zwar haben wir den einmal hier. So, da. Jetzt haben wir den da. Ihr seht, hier der Twink, ne, hat quasi da, wo eigentlich eine Garnison sein sollte, steht halt keine, ne. Also der hat halt hier nicht gequestet, keine Garnison aufgebaut. Selbst wenn ihr keine habt und ihr hier quasi steht, wo die eigentlich sein sollte, könnt ihr dementsprechend die Garnison von eurem Leader angucken und die Quest annehmen. Also das geht tatsächlich auch,
Ja, ihr müsst sie nicht unbedingt aufbauen. Wenn ihr euch quasi halt hierher porten lasst oder herfliegt, ne, geht das tatsächlich auch, ohne die Garnison zu holen. Gut, jetzt haben wir die ganzen Quests angenommen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir einmal zum Boss. Das machen wir dann, indem wir quasi bei dem Kollegen hier anmelden. Ne, ich habe mir jetzt halt die Quest für den Kaiser rausgesucht, aber wie gesagt, ihr könnt theoretisch auch die anderen machen. Achso, ich muss Gruppenanführer sein, da müssen wir jetzt einmal den Lead weitergeben. So, und dann queuen wir uns hier rein. Übrigens, das Ganze hat eine wöchentliche Abklingzeit, ne? Also ihr könnt zwar theoretisch jede Quest annehmen, aber wenn ihr eine erledigt habt in der Woche, dann könnt ihr quasi keine andere machen. Also ihr kriegt den Sack nur einmal die Woche, egal welche ihr von diesen Quests macht. So, und jetzt hier in dem Teil, wie gesagt, man landet halt hier, muss die zwei Trash-Gruppen machen und kann dann direkt zum Boss. Also was Schnelleres gibt es dann eigentlich nicht, um das Ganze zu farmen. Das, was am ätzendsten ist tatsächlich, ist die richtige Quest zu kriegen. Denn es gibt relativ viele verschiedene, ich nenne es jetzt mal Händler oder Quest-NPCs, die in der Garnison auftauchen können. Und ja, da kann es dann teilweise schon sein, dass man einige Chars durchloggen kann, bis man einen richtigen findet. Und diese Quest kann man auch leider nicht teilen. Heißt, ihr müsst jemanden finden, der die Quest in der Garnison hat und dann dementsprechend auch die Garnison besuchen. So, jetzt pullen wir den runter, hauen den um und damit ist auch schon die Quest erfüllt. Also ihr seht, das ist eine relativ schnelle Angelegenheit. Gut, dann geben wir das Ganze ab. Und ich würde sagen, wir machen 30 Säcke. Ne? Also ich mache das jetzt mit 30 Jars und mal gucken, was rauskommt. Die Problematik ist, also ich kann da keinen Char mit reinnehmen. Ich wollte jetzt meinen Twink mitnehmen, weil die Garnison hatte jedes Mal ein eigenes Phasing. Das Problem wird halt sein, dass halt sehr, sehr viele von den Items blöderweise auch Slots sind, die man nicht brauchen kann. Man sollte jedes Mal einen Token rauskriegen, das werden wir uns jetzt nämlich gleich angucken. Also hier, wir holen uns den Sack. Und jetzt müsste ich irgendeinen Token kriegen. Und ja, ich habe natürlich den absoluten Zonk gezogen. Ich habe einen Ring-Token. Ne? Da kommt jetzt halt ein random Ring raus. Bringt mir natürlich für einen T-Mock nichts. Natürlich schon mal bitter. So, dann schauen wir mit dem Hunter. Hoffen wir mal, dass wir da mehr Glück haben. Ich habe einen Schwert-Token. Ah, belastend. Da habe ich auch schon alles raus. Also das bringt mir auch nichts. Waffen sind ja auch in den Quantum-Items drin. Achso, das ist einfach ein Waffentoken. Es sah aus wie ein Schwert. Da kann auch ein Bogen drin sein, aber auch den Bogen habe ich schon. So, dann haben wir hier den Evoker. Das sind Handschuhe. Die bringen mir natürlich auch nichts. Da bin ich auch durch. Schade, schade. So, dala. Und dann haben wir jetzt noch den Hexenmeister hier. Wollen wir mal, dass der was drin hat. Natürlich, nochmal ein Ring. Belastend. So, nächster Char. Jetzt gucken wir mal. Ich hoffe, ich habe ein bisschen mehr Glück. Also, und Hexenmeister hat drin nochmal Stulpenripp. Die brauchen wir nicht. Heißt, das sind Hände. Da habe ich leider schon alle. Dann haben wir hier noch einen Hunter. Gucken wir mal, was haben wir da drin? Eine Kapuze, das brauchen wir leider auch nicht. Schade. So, dann haben wir jetzt noch einen Priester hier. Jetzt gucken wir mal. Ach komm, Schultern. Warum krieg ich denn Schultern? So ein Scheiß. Dann haben wir als nächstes einen Worry. Und ein Trinket. Das bringt mir auch nichts. So, dala. Dann haben wir jetzt nochmal einen Caster hier in den Magier. Und wir haben diesmal einen Umhang drin. Ah, ich brauche keinen Int-Umhang mehr. Ist das belastend. Anscheinend brauche ich nur noch Agi und Stärke-Umhänge. Naja, gut, setzt man trotzdem mal ein. Schade, jetzt habe ich einmal einen Slot, ne, den ich brauchen könnte. Dann habe ich das auf dem Char schon. So, noch ein Stoff-Char. Gucken wir mal rein. Schultern, ne, die brauche ich nicht. So, dala, dann haben wir noch einen Krieger. Komm, jetzt muss doch mal was drin sein. Einen Umhang. Aber dann sagt er mir, dass ich jetzt auch alle habe. Wie kann... Ist das ein anderer? Ja gut, ich kann ja eh nur einen Stärke-Umhang kriegen. Okay, das wird dann irgendwie anscheinend falsch angezeigt. Weil ich wollte gerade sagen, da waren 5 Umhänge. Und das kann ja eigentlich bloß...
quasi drei verschiedene Varianten geben. Also mit Int und Aki geht das nicht auf. Gut, dann haben wir zumindest schon mal das erste Item. Komisch, dass All Things das irgendwie jetzt falsch angezeigt hat, aber Item haben wir eingeheimst. Wunderbar. So, dann haben wir hier noch einen Druid. Drückt mir die Daumen. Ah, da ist ein Hals drin. Okay, das kann ich vergessen. Dann haben wir noch einen Shami am Start. Und der hat eine Hose drin. Na gut, Hose brauche ich nicht. Schade. Gut, dann haben wir als nächstes einen Evoker. Schau mal, was haben wir Schönes? Ah, wieder ein Waffentoken. Das bringt mir leider nichts. Dann haben wir noch einen Mage. Ach komm, wo geht denn die Schulter? Das ist auch wieder eine Nullnummer. Gut, jetzt gucken wir mal, ob beim Demon Hunter ein bisschen mehr Glück dabei ist. Also, schauen wir mal. Okay, das war schon mal nichts. Wir haben schon wieder mal einen Hals gekriegt. Dann haben wir noch einen Evoker. Oh, Schuhe. Sehr schön. Also, da müsste ich jetzt die Ketten-Heel-Schuhe rauskriegen. Jawollo. Da haben wir doch schon mal ein nettes Item. Gut, dann haben wir noch einen Priester. Jetzt gucken wir mal. Nochmal ein Trinket. Als nächstes haben wir noch einen Hunter. Und da ist leider auch wieder ein Waffentoken drin. Schade. Dann haben wir nochmal einen Schurken am Start hier. Gucken wir mal, was da Schickes drin ist. Ein Umhang. Okay, da sind zwei Agi-Umhänge, die ich noch beide brauche. Setzen wir das mal ein. Na, wunderbar. So, dann haben wir noch einen Schurken. Und, was haben wir da Schickes drin? Schuhe. Ah, die Agi-Schuhe brauche ich auch noch. Perfekt. Können wir das Ding auch noch einsetzen. Na, zwei Items direkt hintereinander. Jetzt läuft's doch. So, dann haben wir noch einen Druid. Jetzt schauen wir mal, ob es beim Leder gut weitergeht. So, was haben wir denn Schönes? Einen Kopf. Den brauchen wir leider nicht. Gut, dann schauen wir jetzt bei dem Druid noch. Haben wir da Schickes drin? Handgelenke. Ah, schade. Handgelenke wäre prinzipiell ein Slot, den ich brauchen würde, aber anscheinend habe ich da Leder schon fertig. Schade. Schade, schade, schade. Gut, dann haben wir gleich den nächsten Druid am Start. Mal gucken. Oh, ein Trinket, bitte. Und was so schön ist, gleich der nächste Druid. Und dann haben wir eine Brust drin. Die brauchen wir leider auch nicht. So, dann haben wir hier noch einen Paladin. Jetzt gucken wir mal. Handgelenke. Die kann ich brauchen. Sehr schön. Das ist auch das letzte Teil, was ich aus dem Handgelenkslot brauche. Ne? Also zumindest aus dem einen. Gibt ja immer zwei pro Slot quasi zwei Teile. So, nochmal ein Paladin. Jetzt aber hier. Ein Hals. Schade. Das nächste haben wir einen Worry. Und was haben wir da Schickes drin? Eine Waffe. Schade. Als nächstes haben wir noch einen Demon Hunter. Und was haben wir da Schickes drin? Ach, eine Hose. Gut, dann schauen wir uns jetzt die letzte Kiste an. Und zwar müsste ich, wenn ich mich nicht verzählt habe, jetzt mit dem hier 30 haben. Jetzt gucken wir mal, vielleicht zum krönenden Abschluss noch irgendwas Gutes. Nee, einen Waffentoken. Belastend. Jetzt gucken wir hier mal kurz rein, wie viel ich jetzt noch brauche. Also, wir sind gestartet mit, ich meine, 28 und jetzt bin ich runter auf 23 Items. Ja, also 5 haben wir gekriegt. Besser als nichts. Ich hatte ehrlich gesagt erwartet bei 30 Tries, dass ein bisschen mehr rumkommt bei. Heißt, das wird doch ein längerer Ritt. Man muss halt immer auch sehen, ne? Es sind, glaube ich, alle Slots dabei. Und dann hast du dann auch noch das Problem, dass ich bei manchen ja auch schon die Sachen habe, ne? Wie jetzt bei einigen Rückendingern oder hier Handgelenke. Das zweite ist jetzt ja auch komplett raus. Also da wird es wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis wir alles haben. Aber gut, die ersten 30 haben wir durch, 5 Teile haben wir gekriegt, 23 sind noch offen. Und ja, dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, im nächsten Video wieder. Euer Tilla, bis dahin, ciao.